Blutstrahl. Pachiri, so, weg damit. Lauf in dem Scheiß. Gut, du gehst auf Schanera. Alles klar. Das ist also wichtig. So, bis vorne rum. Ich bin mit hier irgendwie so ärgern. Ich weiß nicht, was soll. Ich bin mit Topf, dass das. Ja, das ist nicht. Die sehen es also von beiden. Ich bleibe auf diesem Spaß. Ich bleibe auf dem Pachiri so, weil ich will das Vieh unbedingt so schnell wie möglich killen, weil das kann äußerst gefährlich werden. Genau wie so eine Attacke, weißt du? Na, natürlich! Greif halt da an, mit deiner scheiß Säuselstimme. Aua. So, weg mit Pachiri so, dass das vor der irgendwie noch groß Ärger machen können. Ramos erreicht Level 11. Dunkelnebel. Warte mal, machen wir es anders. Ich ziehe Piprin zurück, setze Krambux ein. Dann kann ich auch bei Piprin nämlich den Pizza rausnehmen, da ich ein Flug-Pokémon jetzt im Team besitze. Wie gesagt, das war eigentlich komplett anders geplant. Ich glaube, ich trotzdem muss ich dann mein Team nochmal umstellen. Weil ich glaube, ein anderes Pokémon, was ich nämlich im Team habe, gibt es hier nicht. So, Windstoß. Ja, ich werde noch relativ bald erfahren. Was hast du jetzt noch? Papinella. Na, ja, Sache, es hängt sich mit dem Geschäft zusammen, es hängt mit den Werten zusammen. So, es bleibt auf Safe auf bei dem Windstoß. Okay. Du Arsch. Ich hab mir Luxor aufbauen. Ja, schon mal, ich hatte es egal, wie man Luxor ist, für mich kein. Ist ja für mich kein Teammitglied. Das Team war bald. Dann werde ich auch weiter mit drei Pokémon kämpfen und dann will ich auch Luxor aus dem Team rauswerfen. Ich gehe lieber. Scheiße. Dann ist er so drauf. Ramos kriegt kein Team, kriegt kein Dings. Oder mal das da raus. Das ist eigentlich gerade das Plan. Was haben wir denn? Ja, okay, jetzt nicht. So, dann kriegst du so einen Funkspruch hinterher und Feierabend hier. So, ein Ungelände. Oh nein! Ah, es hört mich so auf, wenn Leute nicht einsehen wollen, dass Pikäfer-Pokémon total cool sind. Ja, kommt drauf an, ne? So, ich habe mein Teammitglied wieder geheilt. Ja. Gut. Dann tue ich jetzt wechseln. Tue ich Krambux jetzt mal hoch. Um noch ein bisschen leveln zu können. Ich finde jetzt meinen Paraheiler. Muss ich nur irgendwann hoffen, dass ich hier bald also mit dem Finsterschein kannst du Kampfschiff entwickelt werden. Das geht nicht über Level, es geht über einen Stein. Meines Wissens, glaube ich zumindest. Ein Pokémon-Trainer an einer Pinsel, der versteht, da steht eine besondere Energie. Ich sehe sie. Ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbare Niederlage. Scheinen wohl zwar Psychos zu sein. Also die heißen wirklich so. Ne, sehr sind's. Linus und Lisa. Abra und Ebert Abra. Das hat man schon mal in der Trainerschule das Problem. Mit zwei Abras. So, jetzt gehe ich erstmal auf Erstauner. Du willst wahrscheinlich auch noch auf Schonera gehen. Auf Kramung macht es eigentlich so wenig Sinn.
Ja, dann das weiter. Spielchen. Wir sollten ja das eine Aber raus und rennen und das andere Aber gleich mit dazu. So, Aber weg. Krambox erreicht Level 12. Mit der Kurs jetzt macht es. Also ich glaube, das geht immer Verwirrung jetzt gerade. Immer auf Pizza. Das Viech hat keine Verteidigung. Ja, nicht viel. Mist. Okay, mach weiter auf Panera. Das ist mir herzlich egal. Das senkt die Spezialverteidigung. Erreicht er wird bereits. So, okay. Dann machen wir jetzt hier weiter. Und was treffen wir? Ein Haspirohr und ein Panikon. Nein, ein Chaloco. Ne? Ha, ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Achtung, Plage im Anmarsch. Genauer gesagt, Hexer Plager. Ich glaube, damals im Original hat er gesagt, hier kommt Hexer Plager. So, Burmi und Wampel. Burmi gibt es, glaube ich, auch in zig verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, in 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, ich gehe erstmal auf Burmi. Ich glaube, Burmi ist Käfer oder Pflanze auf jeden Fall. Also jetzt gucken wir mal, welche Ausführung das ist. Ja, schade, was? Deckel. Ja, geh ruhig auf Schanera. Ich bin mir eigentlich. Jetzt bin ich beide drauf gehauen, möchte ich. Gut, das Baumpel ist jetzt nicht die Gefahr, das Burmi eher schon. Deswegen nehme ich das schon mal aus dem Rennen. Aua! Zur Peise! Gut, gehen wir auf die Peise. Die weiteren Level sind zu kurze. Genau, ich spiel weiter mit deiner. Ja. Genau, geht auf Chanera, ist mir also egal. Chanera ist übrigens jetzt erstmal vergiftet. Heute machen wir eine etwas längere Folge. Also, die ist jetzt schon etwa schon eine Viertelstunde alt. Aber wir gehen weiter. Wir gehen wahrscheinlich jetzt auf die Säuselstimme, damit ist es auch, da fällt auch das. Wampel, das ist zu teilen, ist mal weg. Und wir kriegen Hamburgs auf Level 14. Ja, Spezialangriff. Ja, das passt so, dann kann ich es ein bisschen speziell spielen. Cool. Und tschüss. Oh, das ist. Also, das Hamburgs kann auf jeden Fall schon mal ein bisschen was für die nächste Arena. Weil die nächste Arena ist eine Pflanzenarena. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber wie gesagt, eigentlich war es anders geplant. Ja, ist halt so. So, Pudax ist auf jeden Fall jetzt der nächste Gegner. Wir gehen weiter mit Chanera, das ist immer gut. Damit
haben also komplett die beiden Entwicklungen, glaube ich, gesehen. Also alle drei, alles war Weiterentwicklung von Schaf, von Alleinentwicklung von Mompel. So, Geschichte ist die. Ich glaube, das eine ist speziell Angriff höher, das andere ist glaube ich normaler Angriff höher. So, Kramox Level 15, Blibrin Level 21. Und Kramox möchte jetzt schon Flügelschlag werden. Also langsam geht dieses Vieh richtig gut ab. So, weiter darauf haben wir eine nächste Flugattacke mit rein. Keine Sorge, es wird auch noch eine ähnliche Attacke kriegen. Und ich freue mich, dass ich immer wirklich Borschnabel kriege. So, also damit habe ich jetzt nicht erwartet, dass es tatsächlich Kramox gibt. Doch, das war dann immer ein anderes. Ich habe dann umgeswitcht eigentlich. Ja, Kramox war eigentlich Teil der ursprünglichen Planung und tatsächlich auch jetzt eigentlich. So, was hast du jetzt noch? Jetzt hast du noch Panik. Ich gucke da jetzt hoffentlich gar nichts mehr. So, dann kriegst du jetzt auch einen Flügelschlag und dann dürfte das eigentlich erledigt sein. Und zwar sowas von. So, die zwei sind Geschichte. Oh ja. So. Na gut. So. Dann holen wir uns das Item hier oben. Diesen Trank. Und dann geht es. Haben wir die zwei schon mitgenommen? Nein. Dieser Wald ist irgendwie seltsam. Scheint mir neue Energie zu geben. Ich spüre eine eigenartige Präsenz. Sie kommt von dir. Zwei Seher. Mal wieder. Anton und Redditi. Oder Redditi. Redditi ist, glaube ich, vom Typ Kampf und Psycho. Anton ist nur Typ Wasser. Ist mal gut jetzt. Hier kannst du gehen. Also Kramox wird auf jeden Fall die nächsten beiden Arenen machen, von der Arena und von der Kampfarena. Das wird eigentlich so der Hauptpunkt sein. So, Luxio reicht Level 19, aber wie gesagt, wird eh gleich rausfliegen. Kramox reicht Level 16. Jetzt haben wir den Aquamodell. Und geht auf Chanera. Ich dachte, du hast noch... Du hast keins mehr, okay. Du hast noch eins gehabt. Eigentlich hätte ich gedacht, du hättest mehr. Okay. Dann noch nicht. Also jetzt muss ich verwirren. Ja, bei Aquavilla kann auch hier durchaus mal verwirren. So. So, die zwei Seher sind Geschichte. So, jetzt sollten wir eigentlich gleich irgendwann durch sein. Jetzt geht da hoch. Treffen noch auf zwei wilde Pokémon. Und zwar ein Kramox und ein Wampel. Aber ist mir egal. Nehmen wir nicht mit. Brauchen wir nicht. So. Kurz vor dem Item. Ich wollte das Item noch mitnehmen. Und dann tauchen wir ein Aspiro und ein weiteres Kramox auf. Aber ich glaube, das ist ein bisschen in die Tagesordnung. Ich glaube, das ist ein bisschen, wenn ich jetzt nachts spiele. Und deswegen mir Kramox jetzt öfters mal aufbauen. Also war es gar nicht so eine schlechte Idee, eigentlich heute mal ein bisschen später zu spielen. So, erstmal ein Glas Honig. Ich muss mich doch nochmal denken, dass ich irgendwann mal noch ein Dienst mal nehme. Jo, dann sind wir durch mit dem Ewigwald. Oh, Geist der Ausgang. Es fällt mir ein Schall vom Herzen. Allein hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank. Kein. Nee, kein Item? Nix, gar nichts. Okay, so, wir sind weiterhin auf der Route 205. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir haben die Route 206. Die Hansels hier nehme ich später mit. Weil ich jetzt erstmal noch schnell in das Pokémon Center will.
weil sonst wird die Folge zu lang. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Deswegen werde ich in der nächsten Folge mir mein nächstes Teammitglied suchen. Dann rüpfen wir rüber zur Route 205, machen die Trainer fertig. Und wenn wir da irgendwann da durch sind und dann gucken wir, was die Zeit uns sagt, dann erkunde ich noch ein bisschen hier ewig genau und in der übernächsten Folge machen wir dann die Arena. Ist das ein Plan? Ist ein Plan. Wir sehen uns wieder bei Pokémon Let's Play Strahlender Diamant und dann geht es tatsächlich ja, wie angekündigt, weiter. Bis dahin und tschüss.